Okay. Moin Moin. Hi Kolja. Gregor, unser zweites Testobjekt, wenn man so will. Und zwar, ja, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 19 Jahre alt. 19 Jahre alt, also auch ganz junger Spund noch. Und ja, du trainierst schon ein bisschen länger aber, ne? Ja, ich trainiere seit ungefähr 2 Jahren. 2 Jahre. Genau, seit einem Jahr kümmere ich mich auch so ein bisschen um Ernährung und um Split-Training und sowas davor, ja, so ein bisschen zum Spaß. Okay. Und was sind deine Ziele jetzt genau? Meine Ziele jetzt sind, eben für den Sommer schön definiert zu werden, im Körperfettanteil ein bisschen runterzukommen, wenn möglich die Muskelmasse noch ein kleines bisschen erhöhen. Ja. Wenn es geht, wäre es schön, aber erstes Ziel schön definiert werden. Also richtig ripped. Jetzt. Richtig shredded. Simply shredded sozusagen. Genau, simply shredded. Okay, alles klar. Dann haben wir sozusagen zwei unterschiedliche Ziele, zwei unterschiedliche Herangehensweise. Wir haben einmal Nico, der richtig aufbauen will, und einmal Gregor, der richtig definieren will, Sixpack und so weiter. Und dass man die Muskeln schön sieht im Sommer. Jetzt haben wir ja heute das Datum, ist heute der 13. oder 14. Heute ist der 13. 13. April, das heißt, wir haben jetzt April, Mai, Juni. Es müsste eigentlich genau hinhauen, dass die Strandfigur dann genau, da ist. Dann machen wir noch die Vermessung. Test 180. Nee, was? 100, genau 110. 101. Na, ich würde eher sagen 100,5. Okay. Plus Nippel. Abitur hast du aber, oder? Nein, hat er nicht. Okay. Okay, warte. Nee, mach mal direkt am Bauchnabel bitte, sorry. Ein bisschen runter. Genau. 84,5. Moment. Ja, 84,5. Das ist ungefähr mein Bauch. Das ist genau meins ungefähr. Ja, nur das bei dir. Wie viel wiegst du gerade, Gregor? So 70,5 oder sowas. 70,5 Kilo. Und die Arme trägen 37,3. Warte, mach mal so, dass ich hier rankomme. Ja, ist jetzt das nicht am höchsten Punkt, oder? Ich würde sagen, ey, man sieht es nicht, Alter. 37. Ja, also auf 50 kommen wir da noch. Ja, Minimum. Linker Arm noch. Warte, ich mach mal auf der anderen Seite. Genau, 37,5. Warte. Jo. Die sind echt recht skinny. 56,2 genau. Die, aber so waren meine am Anfang auch. 60. Tja, Knieverletzung und kein Beintraining macht schon was aus. Kannst du jetzt wieder Beine trainieren? Ja. Okay, dann bringen wir dich auf Johannes-Niveau. Machen wir mal. Dickste Stelle. 55,5 oder so, ja, genau, 55,5. Hast du so unterschiedliche Beine? Sieht so aus. Kampf. Okay, Leute, und eine Sache noch am Ende. Also, ihr habt ja gehört, 18 und 19 Jahre sind die beiden Jungs. Also, recht jung im Vergleich zu mir, alten Sack. Und dieses ganze Programm werden wir aber so aufbauen. Ihr wisst ja, in dem Lebensalter geht man noch ab und zu Party machen natürlich. Und man will jetzt nicht unbedingt die strengste Diät machen und so weiter. Und das ist ja auch gerade das Coole daran. Das heißt, ihr könnt ja so halbwegs so weiterleben, wie ihr jetzt, weil wenn ihr ab und zu mal saufen gehen oder ab und zu mal irgendwie halt ein bisschen über die Stränge schlagen. Das Ganze ist natürlich damit drin. Ne? Also macht euch nicht zu viele Sorgen. Wenn ihr, sage ich mal, 4 bis 5 Tage in der Woche alles richtig macht, dann könnt ihr auch die anderen beiden Tage mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Und das versuchen wir jetzt über die nächsten Monate zu beweisen. Mal schauen, was da rauskommt. Genau. Okay, das war's. Kanal abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche. Dein Kolja Barkhorn und dein Gregor. Töring. Töring.